Unser nächster Kandidat war der Finalist, der gewählte Finalist aus der zweiten Show. Ja, und nachdem er gewählt wurde, da hat das Internet das gemacht, was es ganz besonders gut kann. Das hat sich ganz brav in zwei Lager geteilt. Der eine Teil, der sagt, das ist endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und der andere sagt, das ist letztendlich dann doch der Untergang des Abendlandes. Sie entscheiden selbst. Bitteschön. Ich bin der Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands, 41 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich kämpfe für die Legalisierung von Cannabis. Nachdem wir jetzt die Verfolgung von Homosexuellen aufgegeben haben, sind die Drogenkonsumenten und insbesondere die vielen Hanfkonsumenten die letzte gesellschaftliche Gruppe, die noch strafrechtlich verfolgt werden für eine Sache, die niemand anderem schadet, die niemand anderem was tut. Und das müssen wir ändern. Er fordert, gebt das Hanf frei. Hier ist Georg Wurth. Willkommen zurück! Hallo, hallo, guten Abend. Hi, hallo, guten Abend. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Also, da redet ja keiner drüber, kannst du jetzt nicht mehr sagen, ne? Ja, da reden war, jetzt ja ganz schön viele drüber. Ist gut eingeschlagen, ja. Was ist denn gut eingeschlagen? Also, was ist denn die Quintessenz, die du aus den vergangenen Tagen und Woche, anderthalb ziehst? Na, zwei Wochen. Ja, also in Zahlen ausgedrückt, erstmal 10.000 neue Fans beim Hanfverband auf Facebook, 100 neue Mitglieder. Ich habe 1.500 neue Freunde, ja. Aber das ist natürlich in Worte, was da bei uns angekommen ist, ist kaum zu fassen oder rüberzubringen. Am schönsten fand ich, wenn die Leute gesagt haben, du hast sogar meine Eltern zum Nachdenken gebracht, die sonst mit dem Thema nichts am Hut haben. Und das war genau, was ich erreichen wollte. Und wunderbar. Was mir nochmal wichtig wäre, von dir zu erfahren, 1 Million Euro. Du möchtest, hast du gesagt, die Diskussion anregen. Das ist natürlich durch den Auftritt schon gelungen. Mhm. Du hast auch angemerkt, du würdest einen Film machen, so eine Art Image-Trailer, mhm, um die Organisation, das Anliegen und so weiter vorzustellen. Aber ganz konkret, mit 1 Million Euro, sagst du, mit der 1 Million legalisiere ich Hanf? Oder was kriegst du mit einer Mille hin? Man kann natürlich mit 1 Million keine Legalisierung kaufen, das ist ja logisch, ne? Aber es ist schon natürlich ein wichtiger Impuls, es ist das Zehnfache von unserem Jahresbudget, und ich will natürlich auch nicht alles in Fernsehwerbung knallen, sondern ich will da einfach mal einen Einstieg schaffen. Da wird das Interessante einfach daran sein, dass es das überhaupt zum ersten Mal gibt in Deutschland, wie in den USA halt auch schon üblich. Mhm. Aber ich habe auch noch vieles andere vor, ein ganzes Sortiment von Dingen, also unter anderem Patienten unterstützen, die eben vor Gericht für ihr Recht kämpfen, Cannabis zu bekommen, dass die Krankenkasse das bezahlt und dass sie auch selbst anbauen dürfen. Das sind übrigens deine Mitstreiter. Ja. Ja, ich finde, dann ist erstmal alles gesagt. Ich habe gerade keine weiteren Fragen. Wir haben keine weiteren Fragen. Georg, vielen, vielen Dank. Ab auf deinen Platz. Viel Erfolg. Den Platz da oben, Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband.